Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, am 23. Februar hat der Deutsche Bundestag in namentlicher Abstimmung das Cannabisgesetz der Bundesregierung beschlossen. Aus unserer Sicht ein großer Fehler, der dringend korrigiert werden muss, und erreicht auch nicht ein bisschen Feinschliff, sondern es muss die Reset-Taste bei diesem Gesetz gedrückt werden. Aus medizinischen Gesichtspunkten ist klar, wir haben es eben schon ein paar Mal gehört, Cannabis ist schädlich, sowohl für die physische als auch für die psychische Gesundheit, insbesondere für Jugendliche und Erwachsene unter 25 Jahren. Und eine ganz wichtige Zahl, 10% aller Konsumenten quer durch alle Altersstufen geraten in eine schwere Abhängigkeit, sind nicht mehr arbeitsfähig und müssen eine Therapie machen. Und das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Können wir allen Ernstes wollen, dass diejenigen, die jetzt da dazukommen, definitiv dann 10% in eine schwere Abhängigkeit geraten? Nein, das kann nicht unser Ziel sein, sehr geehrte Damen und Herren. Darüber hinaus ist das Gesetz handwerklich sehr schlecht gemacht. Wir haben eben gehört, die Innenminister mit 16-0 der Stimmen, also damit auch unser Innenminister, haben sich gegen das Cannabisgesetz ausgesprochen. Auch das Justizministerium hier im Saarland, Herr Staatssekretär Diener, hat sich entsprechend geäußert. Ich gehe davon aus, dass die Chefin des Hauses ebenfalls dieser Meinung ist. Deshalb bin ich, sehr geehrter Kollege Schmidt, schon etwas irritiert, wenn Sie davon sprechen, dass die SPD-Fraktion, Sie sprachen von der gesamten SPD-Fraktion, hier eine andere Position hat. Also ich nehme wahr, Innenminister, Mitglied des Parlaments, Justizministerin, Mitglied des Parlaments, scheinen eine andere Auffassung zu haben. Würde mich mal interessieren, wie da die Stimmungslage in der Fraktion denn auch da tatsächlich war. Ebenfalls, wir haben es eben an der einen oder anderen Stelle gehört, ein klares Nein vom Richterbund, von den Polizeigewerkschaften, von der Ärztekammer, und so könnte ich diese Liste entsprechend fortsetzen. Dissens gibt es hier auch, ich beziehe mich jetzt nochmal auf die Positionen der Regierung von Seiten Innen- und Justiz, scheint es mit dem Sozialministerium zu geben. Mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich die Staatssekretärin: Die heute im Bundestag beschlossene Teillegalisierung ist für die Entkriminalisierung ein wichtiger Schritt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Cannabis in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Aber Cannabis ist und bleibt eine Droge. Eine zielgruppenspezifische Präventionsstrategie und so weiter haben wir eben gehört. Also keine so ganz, ganz klare Position. Von daher würde mich mal interessieren, was der Gesundheitsminister tatsächlich in dieser gesellschaftlichen Debatte, die hier aktuell geführt wird, auch ganz klar hier, welche Position wird hier entsprechend vertreten, würde uns definitiv mal interessieren. Zur Besonderheit des Saarlandes, aufgrund unserer geografischen Lage mitten im Dreiländereck, ist es schon ein besonderer Punkt, wo man hinschauen muss. Was bedeutet das möglicherweise für uns? Nähe zu Luxemburg, Nähe zu Frankreich. Ich erinnere an die Diskussion um das Thema Rotlicht. Wir wissen, was da abgeht. Wollen wir allen Ernstes auch hier ein Hotspot werden im Saarland? Ich sage hier für meine Fraktion, nein, das Saarland darf kein Hotspot für Cannabis werden. Das muss verhindert werden. Und im Austausch, in den Gesprächen mit Frankreich gibt es sehr, sehr viele Unklarheiten, die definitiv geklärt werden müssen. Da kommen spezifische Probleme auf uns zu, die entsprechend mit eingepreist werden müssen. Auch im Bereich der Kontrolle wird es sehr, sehr schwierig zu sein. Ist es ein kommerzieller Dealer oder ist es ein Konsument? Das wird eins der großen Problemlagen sein. Von daher auch nicht verwunderlich, dass da von Seiten der Landeshauptstadt mehrfach jetzt entsprechend ein Veto eingelegt wurde und sage: Achtung, wir haben hier genügend Probleme vor der Haustür, bezogen auf das Thema Dreiländereck. Wir möchten hier unsere Hausaufgaben machen. Wir können nicht noch weitere Probleme hier im Großraum, in der Großregion gebrauchen. Von daher Vorsicht.
Social Media, Media Club, die Social Clubs, Entschuldigung, großes Problem, diese Cannabis-Clubs, die dort entstehen sollen. Wie werden die letztendlich umgesetzt? Wie werden die auch kontrolliert? Geht das geordnet zu oder fällt das möglicherweise auch in Hände von Kriminellen und wird geschickt genutzt? Auch da sind große Gefahren, die mitgedacht werden müssen. Die Warnungen aus dem Saarland, da will ich zwei Stimmen mit Erlaubnis der Präsidentin entsprechend zitieren, sind sehr, sehr groß. Die Ärztekammer des Saarlandes: legales Cannabis macht abhängiger als illegales Cannabis. Die anerkannte und über die Grenzen des Saarlandes hinaus fachlich mit Expertise bekannte Professor Dr. Möhler, wir kennen sie, hat gesagt, die Cannabis-Legalisierung verdoppelt die Zahlen der abhängigen Jugendlichen. Diese Warnsignale der Experten, gerade hier für das Saarland, müssen wir ernst nehmen. Aus unserer Sicht ist dieses Cannabis-Gesetz, das sogenannte Cannabis-Gesetz, nichts anderes wie ein Drogenkonsum-Förderungsgesetz. Es wird auch nicht zu einer Eindämmung des Schwarzmarktes führen. Der Deutsche Richterbund geht klar davon aus, dass der Schwarzmarkt verstärkt wird. Es wird wahnsinnig schwer, das zu kontrollieren. Und da muss man genau hinschauen. Jetzt kommen wir zu dem, was noch möglich ist. Am 22. März tagt der Bundesrat. Und aktuell auch in die einzelnen Ausschüsse der Länderkammer. Und drei Ausschüsse, sowohl der Gesundheitsausschuss, der Innenausschuss wie auch der Rechtsausschuss, haben sich klar dagegen ausgesprochen und gesagt, es muss hier der Vermittlungsausschuss angerufen werden und muss dringende Korrekturen geben. Bei dem, was hier aus den einzelnen Ausschüssen vorgeworfen wird, fehlt mir die Fantasie, wie man da überhaupt noch korrigieren will. Deshalb bleibe ich bei unserer Position, Reset-Taste drücken. Und unsere Erwartungshaltung ist, dass das Saarland sich hier an die Spitze der Bewegung im Bundesrat stellt und sagt, jawohl, der Vermittlungsausschuss muss hier zu gravierenden Veränderungen aus unserer Sicht am besten zu einem Reset führen. Dafür muss sich jetzt eingesetzt werden, dafür muss sich stark gemacht werden. Wir wollen nicht, dass das Saarland zum Hotspot für Cannabis wird.